Ein Kurs in Wundern, Originaledition, Text, Kapitel 13, von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Abschnitt 1, Einleitung. Jede Therapie ist eine Befreiung von der Vergangenheit. Deshalb ist der Heilige Geist der einzige Therapeut. Er lehrt, dass die Vergangenheit nicht existiert, eine Tatsache, die zum Bereich der Erkenntnis gehört und die deshalb niemand in der Welt erkennt. Es wäre in der Tat unmöglich, mit dieser Erkenntnis in der Welt zu verbleiben. Denn der Geist, der dieses zweifelsfrei erkennt, erkennt auch, dass er in der Ewigkeit wohnt und wendet überhaupt keine Wahrnehmung an. Er erwägt nicht, wo er ist, weil die Vorstellung eines Wo ihm nichts bedeutet. Er erkennt, dass er überall ist, genauso wie er alles hat und das für immer. Der sehr wirkliche Unterschied zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis wird ganz offensichtlich, wenn du Folgendes bedenkst. Es gibt keine teilweise Erkenntnis. Jeder Aspekt ist ganz und deshalb ist kein Aspekt getrennt. Du bist ein Aspekt der Erkenntnis, weil du im Geiste Gottes bist, der dich erkennt. Alle Erkenntnis muss dein sein, denn in dir ist alle Erkenntnis. Die Wahrnehmung ist selbst in ihrer erhabensten Form nie vollständig. Sogar die Wahrnehmung des Heiligen Geistes, die so vollkommen ist, wie Wahrnehmung es nur sein kann, ist im Himmel bedeutungslos. Die Wahrnehmung kann unter seiner Führung überall hingelangen. Denn die Schau Christi sieht alles im Licht. Doch keine Wahrnehmung, wie heilig sie auch sei, wird ewig währen. Abschnitt 2: Die Rolle der Heilung. Die vollkommene Wahrnehmung hat also mit der Erkenntnis viele Elemente gemein, was ermöglicht, dass sie in diese übertragen wird. Den letzten Schritt jedoch muss Gott tun, weil der letzte Schritt in eurer Erlösung, der in der Zukunft zu liegen scheint, von Gott bei eurer Erschaffung vollbracht wurde. Die Trennung hat nichts unterbrochen. Die Schöpfung kann nicht unterbrochen werden. Die Trennung ist nur eine fehlerhafte Formulierung der Wirklichkeit, ohne jede Wirkung. Das Wunder, das im Himmel keinerlei Funktion hat, ist hier notwendig. Aspekte der Wirklichkeit können trotzdem noch gesehen werden und sie werden die Aspekte der Unwirklichkeit ersetzen. Aspekte der Wirklichkeit können in allem und überall gesehen werden. Doch Gott allein kann sie versammeln, indem er sie mit der letzten Gabe der Ewigkeit als eins krönt. Unabhängig vom Vater und vom Sohn hat der Heilige Geist keine Funktion. Er ist weder vom einen noch vom anderen getrennt, da er im Geiste beider ist und diesen Geist als eins erkennt. Er ist ein Gedanke Gottes und Gott hat ihn euch gegeben, weil er keine Gedanken hat, die er nicht teilt. So
Seine Botschaft spricht von der Zeitlosigkeit in der Zeit und deshalb sieht die Schau Christi alles mit Liebe an. Doch nicht einmal die Schau Christi ist seine Wirklichkeit. Die goldenen Aspekte der Wirklichkeit, die unter seinem liebevollen Blick plötzlich zum Licht erwachen, lassen eine flüchtige Ahnung des Himmels zu, der jenseits ihrer liegt. Das ist das Wunder der Schöpfung, dass sie für immer eins ist. Jedes Wunder, das du dem Sohn Gottes schenkst, ist nichts als die wahre Wahrnehmung eines Aspekts des Ganzen. Obwohl jeder Aspekt das Ganze ist, kannst du dies nicht erkennen, solange du nicht siehst, dass jeder Aspekt gleich ist, im selben Lichte wahrgenommen und deshalb eins. Jeder, der ohne die Vergangenheit gesehen wird, bringt dich somit dem Ende der Zeit dadurch näher, dass er eine geheilte und heilende Sicht in die Dunkelheit bringt und der Welt das Sehen ermöglicht. Denn das Licht muss in die verdunkelte Welt kommen, um die Schau Christi sogar hier zu ermöglichen. Hilf ihm, seine Gabe des Lichts allen zu schenken, die in der Dunkelheit zu wandern meinen, und lass ihn sie in seiner stillen Sicht versammeln, die sie eins macht. Sie sind alle dasselbe, alle schön und gleich an Heiligkeit. Und er wird sie seinem Vater anbieten, wie sie ihm angeboten wurden. Es gibt ein einziges Wunder, wie es eine einzige Wirklichkeit gibt. Und jedes Wunder, das du wirkst, enthält sie alle, so wie jeder Aspekt der Wirklichkeit, den du siehst, mit der einen Wirklichkeit Gottes still verschmilzt. Das einzige Wunder, das je war, ist Gottes allerheiligster Sohn, erschaffen in der einen Wirklichkeit, die sein Vater ist. Die Schau Christi ist seine Gabe an euch. Sein Sein ist die Gabe seines Vaters an ihn. Begnüge dich mit Heilen, denn die Gabe Christi kannst du verschenken und deines Vaters Gabe kannst du nicht verlieren. Biete die Gabe Christi jedem und überall an, denn Wunder, die dem Sohn Gottes durch den Heiligen Geist angeboten werden, stimmen dich auf die Wirklichkeit ein. Der Heilige Geist kennt deine Rolle in der Erlösung und diejenigen, die dich suchen, und weiß, wo sie zu finden sind. Die Erkenntnis ist weit jenseits dessen, worum ihr euch individuell zu kümmern habt. Du, der du ein Teil davon und alles davon bist, brauchst nur zu begreifen, dass sie vom Vater ist, nicht von euch. Eure Rolle in der Erlösung führt euch zu ihr, indem sie ihr Einssein in euren Geistern wiederherstellt. Wenn du deine Brüder als dir gleich gesehen hast, wirst du zur Erkenntnis befreit, da du gelernt hast, dich durch ihn zu befreien, der die Freiheit kennt. Vereine dich mit mir unter dem heiligen Banner seiner Lehre, und während unsere Stärke wächst, regt sich die Macht des Gottessohnes in uns, und wir werden niemanden unberührt und niemanden alleine zurücklassen. Und plötzlich wird die Zeit vorüber sein, und wir werden uns alle in der Ewigkeit von Gott, dem Vater, vereinen. Das heilige Licht, das du außerhalb von dir gesehen hast, in jedem Wunder, das du deinen Brüdern angeboten hast,
wird dir zurückgegeben werden. Und da du erkennst, dass das Licht in dir ist, werden deine Schöpfungen mit dir dort sein, wie du in deinem Vater bist. So wie Wunder euch in dieser Welt mit euren Brüdern verbinden, so begründen eure Schöpfungen eure Vaterschaft im Himmel. Ihr seid die Zeugen für Gottes Vaterschaft, und er hat euch die Macht gegeben, die Zeugen für die eure zu erschaffen. Verleugnet einen Bruder hier, so verleugnet ihr die Zeugen für eure Vaterschaft im Himmel. Das Wunder, das Gott schuf, ist vollkommen, so wie es auch die Wunder sind, die ihr in seinem Namen erschaffen habt. Sie bedürfen keiner Heilung, ebenso wenig wie ihr, wenn ihr sie erkennt. Doch in dieser Welt ist eure Vollkommenheit nicht bezeugt. Gott kennt sie, ihr hingegen nicht. Und deshalb teilt ihr sein Zeugnis für sie nicht. Ebenso wenig legt ihr Zeugnis für ihn ab, denn die Wirklichkeit wird als eins bezeugt. Gott wartet auf euer Zeugnis für seinen Sohn und für sich selbst. Die Wunder, die ihr auf Erden wirkt, werden zum Himmel und zu ihm emporgehoben. Sie zeugen für das, was ihr nicht erkennt. Und sobald sie die Pforte des Himmels erreichen, wird Gott diese öffnen. Denn niemals würde er seinen eigenen geliebten Sohn draußen vor der Pforte und jenseits seiner selbst lassen.